Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Jo, wir möchten zum ehemaligen Stützpunkt der Minutemen reisen, haben auch schon im letzten Part ein gutes Stück geschafft und eines will ich noch schnell kontrollieren tun. Ist denn meine Machete eigentlich ausgerüstet auf dem 1-2er? Ich würde sagen auf dem 2er. Machete? Hat das jetzt geklappt? Ich hoffe doch. Und das aber trotzdem auch noch. Achso, das war drüben. Okay, dann lassen wir den da. Okay, dann passt schon. Dann tun wir noch, Nanu, Machete, hier. Dann lasse ich sie auf 3. Dann passt das. Alles klar. So, also wir haben ein gutes Stück. Wah. Piper. Wir haben ein gutes Stück geschafft. Da drüben brennt Licht. Das ist auch nicht sonderlich gut, wahrscheinlich. Käfer. Die Käfer da drüben sind böse. Die dürfen wir noch nicht... Das sollten wir noch nicht machen. Messerklaue. Oh, scheiße. Das ist alles voll mit diesen Dreckskäfern. Gut, wir müssen sowieso jetzt ein bisschen... da lang. Boah, ich hoffe, das geht gut. Also hier lang. Noch ein kleines Stück, fürchte ich. Ich würde am liebsten alles wegballern, ne? Aber das sind wir halt. Was bist du? Ach so, nur ein Supermutant. Wenn es doch nur eine Verwendung für das Zeug geben würde. Werden wir schon finden. Ja, das passt. Dann müssen wir es leider geradeaus. Gut. Nein, warte. Neuer Spielstand. Wir haben eh gespeichert, was soll's. Da ist der. Habe ich schon mal. So, bam. Bam, 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 bam und bam. Bam, passt, geschafft. So, nachladen. Gefahr. Was soll denn dann noch kommen? Hoffentlich nicht so ein grauslicher Käfer. Oh. Ich muss mich mal darüber stellen. Oder hierhin besser. So, hat er uns jetzt da, oder? Du kommen raus aus Versteck. Oder haben wir jetzt Ruhe? Irgendwie. Heute kein Blut vergießen. Da drüben. Ich was höre. Legendärer Supermutant. Wow. Essen. Nachladen. Wieder langsam raufstellen. Wo ist er denn? Da. So, wieder runter. Nachladen, ist gut. Erbärmlich. Na. An was bleibe ich denn bitte hängen? An was bleibe ich da hängen? Blöder. Blöde Mauer. So. Treffen durch, glaube ich. Ich hoffe halt, dass ich treffe. Dauert halt ewig, ne? Bis der Kerl Schaden nimmt. Aber, fang nichts an, was er nicht zu Ende bringt.
bist du denn? Da. Boom. Boom. Jawohl. Auf die Birne. Auf. Na, Piper, du bist dumm. Geh weg. So, nachladen. Wo ist er denn jetzt hin, der Saukern? Da. 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 Dann wieder. Hier. Da. So. So. Boom. Gesch. Schepper. Boom. Bäm. Zack. Nachladen. So. Da. So. Gut machen. Ist mutiert, okay? Wie ist das nach? Ganz böser Fehler. Essen? Muss der Marken essen. So. Boom. Nalu, nachladen, okay. Moment, jetzt ist er wieder gesund. Komm, das ist jetzt mal nicht der Ernst. Bam, ja, Schepper. Wie gemein. Na, willst du treffen? Nicht treffen. Hallo? Triffst du auch mal was? Das gibt's ja nicht. Piper, du bist ein Trottel. Echt? Was tust du denn da? Immer vor der Nase. Jetzt brauchen wir ein Steam-Paket. Boah, jetzt gebe ich die Muni auch aus. So, nachladen. Natürlich steht die Alte wieder vor mir. Logisch. Logisch. So. Treffen, 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 treffen. Noch mehr treffen, noch mal treffen. Ja? Noch mehr treffen, noch mal. Noch mal, noch mal, noch mal, noch mal. Alter! Komm, komm, stirb, endlich, weg. Boah, ey. Du sollst endlich sterben. Bitte, mach das immer in einem endlich. Stück. Ja, 94 Erfahrungspunkte, schön. Noch immer Gefahr. Willst du mich schälen? Das kann nicht sein. Gibt's da noch mehr von diesen... Supermutanten oder was? Kann nicht sein. So, was haben wir da? Na komm, nur ein Punkt. So. Gebrochener Oberschenkel. Was hast du vor? Tatsächlich, es ist noch irgendjemand. Also irgendwo irgendjemand. Kann ich nicht sein. Vorsicht. Ich speichere das auf jeden Fall mal, weil das ist gar nicht mal so schlecht gelaufen. Ah, da kommt sie jetzt. Ja, und was willst du jetzt erschießen? War bestimmt eine Enttäuschung, als die Schnapsnasen rausfanden, dass das Ding leer war. Wahrscheinlich. Restaurant gewinnt. Geweint oder irgendwie so wahrscheinlich, ne? Ich sag's immer falsch. Ich sag's immer falsch. Alter, Alter, du Sauviech, du Drecks. Piper, mach was. Wo kommt jetzt dieser dreckige Köter her? Bestimmt eine Enttäuschung, als die Schnapsnasen rausfanden, dass das Ding leer war. Wo kommt dieses dreckige Viech her? Das gibt's doch nicht. Alter, der spawnt einfach. Der ist da einfach mal gespawnt. Alter! Mutanten-Hundefleisch.
Alter Schalter. Ach ja, übrigens, ich glaube, ich bin überladen. Mal so nebenbei. Was kann ich für dich tun? Ja, du kannst da Sachen mitnehmen, bitte. Also überhaupt haben. Zum einen kannst du mal diese Pistole hier haben. Das ist nur Problemo. War alter Schwede. Na, wirklich war bei allem, was lieb und teuer und recht ist und was weiß ich was noch. Kann nicht mehr tragen. Okay, das ist schlecht. Wie weit ist es noch? Oh, das ist toll. Wir können es direkt hierher porten. Na, freilich. Super. Super. Warte. Habe ich gespeichert? Ich weiß, ja, doch, Hammer. Alles gut. Wir sind mal weg, die. Wir sind einfach mal weg, die. So, da oben wieder in unser liebes Dörfchen rein. Puh, alter Schwede. Diese Hundstöle, diese dreckige, ne? Ja, bist du narrisch. Aber so schrecken. Also ich halt erschrocken habe tun. Tuli tut. So, lade. Mach hin, ne? Aber schau mal, insgesamt, du, wir haben schon einen halben Level voll. Ne? Das läuft ja, das geht ja. Wir werden langsam ein großes Mädchen. So, ein großer Held, wollte ich sagen. Grüß euch. So. So. Einmal den gesamten Schrott. Sowohl auch. Warte. Meine Gute. Halt. Hey. Gib mir alles Schau her. Dich um. Alles hergeben. Ja, bitte. Dab, dab, dab. So. Aha, Schrott hatte sie gar keinen. Gut. Die Pistole, wie gesagt, kommt rein. Uff, das Fleisch brauchen wir dabei auch nicht. Blähfliegenfleisch auch nicht. Das eigentlich auch nicht. So, lala. Filzhut brauchen wir nicht. Mischlingshundfleisch brauchen wir auch nicht. Die Gasmaske brauchen wir nicht. Hui, das brauchen wir nicht. Die zwei brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Die auch nicht. Das auch nicht. Die sowieso nicht. Dann auch nicht. Das baue ich gleich an. Das kommt auch alles weg. So, das kommt auch weg. Das auch, das auch. Das auch, das auch. So. Da-da-da-dam. Das können wir echt dabei auch weg. Achso, der ist wurscht. Rechtes Bein kommt weg. Mutanten-Hundefleisch können wir auch wegtun. Die Blanke tun wir weg. Das Hirschfleisch tun wir weg. Wobei, ich könnte eigentlich was Tolles kochen probieren. Können wir echt was Tolles kochen probieren. So. Schimmeliges Essen. Das ist sowieso, das schlägt, glaube ich, schon wieder alles. So, die Gasmaske. Süßkuchen. Den hat es aber, glaube ich, bei Skyrim auch gegeben, glaube ich, oder? Oder war es der Honigkuchen? Puh, das ist jetzt... Daran kann ich mich selber gerade nicht so recht erinnern. Würde ich sagen, rein damit. Das wäre gut. Linkes Bein. Ja. Schrotflinte. Das können wir auch rein tun. Eigentlich auch. Auch. Das lasse ich mal. Und die kann ich auch behalten. Wartet. Da kann ich mich gleich ankleiden. So. Also, das ist gut. Und das ist gut. Sehr schön. Dann können wir das Zeug nämlich gleich reinschmeißen. Wenn wir weiter runter scrollen. Scrollen. So. Das bedeutet, das kommt mal weg. Und das kommt weg. So. Und trotzdem kommen wir nicht auf das... Auf die, was waren es? 64, glaube ich, waren es, ne? Nudelschale. Molotow-Cocktail. Könnte
hätte ich eigentlich 5. Ja. Maulwurfs Harpen haben wir auch gleich verjausnet. Stimmt, und jetzt wollte ich wegen Kochen und so noch schnell schauen. Ich trottel. Hab nämlich zu viel Essen eingesteckt. Also hier rein, ohne es zu verarbeiten. Ich werde auch nochmal das Fleisch sicherheitshalber mitnehmen. Das ungekochte, das rohe Fleisch. Da bin ich auch gespannt, ob man da echt einen Gaul zusammenzimmern kann, mit dem man vielleicht auch durch die Gegend galoppieren kann. Das wäre echt nicht schlecht. Also es wäre echt cool. Hirnpilz. Ich glaube, sowas braucht man nicht zum Verkochen. Na, sag einmal, wo ist denn das Zeugs jetzt? Karotte. Nehme ich mit. Ich hoffe, dass es auch dann bei den DLCs, die ich, wie gesagt, mir morgen kaufen tue, dass man da vielleicht auch das Glück hat, vielleicht so wie hier zum Beispiel eine Kuchenform, dass man vielleicht einen köstlichen Marmorkuchen machen kann oder so. Oder dass man, keine Ahnung, dass wir eben von unserer Kuh da endlich mal Milch kriegen oder was weiß ich. Schau, zum Beispiel leere Milchflasche, da können wir die wieder voll machen. Sag einmal, ja, das nehmen wir auch mit. Mahlpinsel, Maulwurfsfleisch nehmen wir auch mit. Melone. Ja, bin ich blöd? Das gibt's nicht. Wo ist denn das Zeug? Schon wieder bam. Molotow. Jetzt schmeiße ich das alles einfach mal rein, ne? Und dann, bam, brauche ich das schon wieder. So, das wollte ich haben. Vielleicht das auch noch. So. Und so. Jetzt will ich mal was damit zu kochen. Schau mal, ob was gelingt. Suppe! Hirscheintopf. Perfekt. Den kochen wir auf jeden Fall schon mal. Unbedingt. Sehr gut. Dann können wir nochmal. Super. Okay, Schlammbohne fehlt mir jetzt. Alles klar. So, geht dann noch irgendwas? Ich finde es nur schade, was brauche ich denn für die Gemüse? Schmutziges Wasser, ja. Wenn ich wissen würde, woher ich das kriege. So, lass uns mal gut sein. So. So ist fein. Das schmeißen wir wieder da rein. Soja. Das könnte ich eigentlich auch reinschmeißen. So. Fleisch vom Mischlingshund, genau. Blähfliege, Gemüsesuppe geröstet. Haarklammer in bla bla. Karotte tue ich wieder rein. Das Klingelkorn setze ich jetzt an. Das darf ich ja nicht vergessen. Den Mais tue ich rein. Die Melonen tue ich rein. Bei solches Krempel, wenn mal die Händlerin da ist, ne, da können wir doch ein bisschen Geld damit verdienen, auch wenn es nicht viel ist. Aber besser als nichts, würde ich mal sagen. So, gut. Dann gehen wir mal schnell. Ich habe doch gesagt, dass Sanctuary würde wachsen. Das dritte Auge lügt nicht. Ja, schön. Und da können wir schon wieder ernten. Zu werden. Wahnsinn. Wir können schon wieder ernten. Das geht echt flott. Ist scheinbar der Vorteil von radioaktiv verseuchtem Gemüse und Obst und so weiter. Das wächst einfach wie narisch. Mais und noch mehr Mais und Karotte. Ich muss dann echt schauen, ob die Händlerin da ist, weil vielleicht können wir das Zeug ja schon echt... Aber die Karotte, die will einfach nicht. Kein Wunder, wenn immer die Kuh draufsteht. So, jetzt haben wir alles geerntet. Ich will aber trotzdem... Nein, falsch. Ich will trotzdem was anbauen. So, Läden, Ressourcen waren es, glaube ich. Na? Nix Ressourcen.
Oder willst du nicht? Escape verlassen. Muss ich gerade nochmal probieren. Irgendwas stimmt da gerade nicht. So. Also, Ressourcen. Jetzt da. Happa, happa. Nicht Kürbis, das auch nicht. Ja, das Klingenkorn hätte ich gerne. Aber wohin? Mitten im Weg. So, da stellen wir es hin. Nein, Spaß. Kann man das hier irgendwo... Wobei, das würde vielleicht sogar hier draußen gar nicht mal so schlecht ausschauen. Wenn wir das hier so irgendwie hinbringen. Na, komm. Jetzt. Wasserschutz, Essen haben wir schon 12. Ne, es würde ja gar nicht so schier ausschauen. Was hätten wir noch? Ein bisschen Mais. Könnte man doch eigentlich auch, ne? Hier so am Zaun, außerhalb vielleicht noch. Da müsste ich aber schon wieder fast jemanden einstellen, der das pflegt, ne? Ich hoffe, es geht trotzdem. So, geht noch einer, gleich daneben. Komm, wird grün. Nicht wie der Hulk, aber immerhin. So. Hält sich noch einer aus? Ja. So ist es vielleicht nicht so schief. Oh, das geht schon. Das geht schon. Aber die Kuh hat ihre Probleme mit dem Rauskommen wieder, ne? Ja, ich würde mich da auch aufregen. So. Ich glaube, das passt schon mal. Dann können wir noch... Dieses Zeug wäre noch nicht schlecht, ne? Ein bisschen... War da außen? Ich weiß nicht. Die tun brav arbeiten. Hier so noch hier. Ja, ich weiß nicht so recht. Ich tue schon wieder rumtrödeln, ne? Würde ich fast meinen. Schaut das hübsch aus, wenn man das hier so macht. Ich probiere es einfach mal. So, kann man das denn auch... auch drehen? Huch, das war verkehrt. Warte, ich drehe mich einfach mal, dann müsste schon passen. So. Ich glaube, das schaut nicht so schlecht aus. So, haben sie da auch ein bisschen Gemüse. Also, Obst in dem Fall. Schön, was haben wir da noch hier? Wasser. Wasser müsste theoretisch momentan auch passen. Und hier bei Sonstiges. Was haben wir denn hier noch? Eine Blünderstation. Aha. Eine Blünderstation. Okay. Da würde ich vielleicht so. Ich baue das jetzt einfach mal, oder? Einfach mal vielleicht so. In der Nähe des Feuers. Da hat man es schön warm. Was kann das eigentlich? Also auf jeden Fall müssen wir hier jemanden zuweisen. Ressourcen, sonstiges, Brahim, Futtertrog. Oh! Oh! Ah, so! Aha! Okay! Natürlich, das Viech muss ja, sollte ja auch mal was essen, ne? Ah! Wisst's was? Ich baue das jetzt mal einfach hier hin. Man kann sie wieder umstellen. Natürlich. Was haben wir hier? Eine Glocke. Wozu? Um Siedler in der Nähe zu versammeln. Was haben wir hier? Sirene. Weist Siedler in der Nähe nach dem Aktivieren auf Gefahr hin. Und was ist das? Nur eins pro Ort, verlegt den Schnellreise-Ankunftspunkt. Ach so. Okay, geht jetzt essen? Muss ich wahrscheinlich erst befüllen, ne? Warte mal, das will ich jetzt gerade probieren. Kann ich das? Darf ich das befüllen? Achso, es geht von selber scheinbar. Cool. Sie frisst, vielleicht kann ich sie dann ja melken. Und wie geht das jetzt hier? Jetzt muss ich hier jemanden zuweisen, ne? Jetzt habe ich aber... Ich weiß schon... Okay.
Okay, die macht mal selbstständig da was, ne? Stimmt, da muss ich jetzt mit V. Ich bin gerade so beeindruckt vom Rindviech, Entschuldigung. Also, verwerten will ich nicht, auswählen. Genau. Jetzt muss ich mir einen Kerl oder eine Dame suchen, die das jetzt machen soll. Ich weiß schon wer, aber jetzt muss ich ihn wieder finden. Die tut hier brav schuften. Kerl, wo bist du? Letztens ist er da drüben gesessen. Oh, das gehört auch weg. Na Kerl, wo bist denn jetzt? Ich will auf jeden Fall für die Kuh da einen Stall bauen. Das habe ich schon mal angedroht. Und ich bin am Überlegen, ob ich das mit euch oder ohne euch mache. Sack, Kapuze, wo was... Du musst jetzt aber hier hin. Und ich möchte es schon gern mit euch machen, ehrlich gesagt. Nicht zugewiesen. Moment, man kann die Kuh zuweisen? Echt wahr? Das muss man auch. Jetzt probiere ich da was. Die ist jetzt auch weg. Nein! Wo sind die alle hin? Das gibt's ja nicht. Hallo? Jetzt will man da einmal was probieren. Es ist keine Sau da, die man dafür benutzen kann. Da. Du. Befehligen. Warte mal, bleib stehen. So. Befehligen. Geh mal. Jetzt. Na, jetzt. Na, lass mich da raus. Trottel. So. Jetzt aber. Also. Enter. Und. Los. Wie. Hallo? Ich. Also befehligen. Das sollte doch gehen. Oder geht das nur hier so? Ah, so geht das. Und zuweisen. Zuweisen. So. Das hat jetzt auch nicht hingehauen. Warte mal. Das geht so ja nicht. Das kann ich so jetzt gerade nicht stehen lassen. Das will ich jetzt da ordentlich haben. Wo sind's denn jetzt schon wieder? Da ist eine. Wo sind die beiden anderen Herren hin? Das ist ja echt kacke. Hallo? Jetzt willst du da mal was probieren und dann geht das nicht. Und wo sind die Kasperl jetzt alle hin? Vor allem der eine, ne, der immer irgendwie was reparieren möchte, der ist jetzt futsch. Ah, Essen haben jetzt nur 6, ne? Da scheint tatsächlich irgendwas zu machen. Okay. Aber da fällt mir jetzt trotzdem noch ein Kerl. Kerl, wo bist du? Mysteriös. Die waren doch. Kotzwerf, hallo. Wie geht's? Nicht zugewiesen. Kann man dich auch zuweisen? Nee, oder? Tatsächlich. Befehligen? Kannst du das hier? Ich glaube, ich bin. Kann nicht von dir befehligt werden, okay. Ich habe schon gedacht, er kann was verkaufen. Scheiße. Ah, da ist jemand. Hallo. Wer bist du? Searches. Ich brauch dich mal. Irgendwie haut das da alles nicht so hin, wie ich möchte. So. Sehr schön. Da ist jemand zugewiesen. Oberland Station. Nein, nein, das passt schon so. Aha, man kann das Rindviech auch dann in ein anderes Dörfchen stecken.
Das schaut komisch aus, das Zeichen. Wie so ein Hund, der Wache hält oder so. So, du, befehligen. Ich möchte, dass du dich um die Kuh kümmerst. Vielleicht muss ich den Futtertrog. Oder ich brauche dann jemanden Bestimmten, der das kann. Das könnte auch sein. Nicht zugewiesen. Oder ich muss das mit einem Rindviech machen. Das könnte auch sein. Passt. Der macht Essen. Nein, stopp. So. Jetzt haben wir da 10 Essen. Vielleicht muss ich ja... Jetzt kapiere ich es. Ich glaube, ich muss das Rindvieh... Dich, ne? Nicht zugewiesen. Du befehligen. Kann ich nicht befehligen. Ich darf dich bewegen, aber nicht befehligen. Lagern. Warte mal. Ich schalte das hier wieder aus. Wenn es hier eine Story gibt, werden wir sie finden. Schalte das. Ja, schalte das nochmal ein. Geht's jetzt? Kann ich dich jetzt? Ne. Ich kann das Rindvieh nicht befehligen. Muss ich? Brauche ich dafür noch was? Brauche ich dafür noch was? Sonstiges? Geht da noch mehr? Na. Tja, keine Ahnung. Ich habe da keine Ahnung. Geht einfach nicht. Ich werde schon mal drauf kommen, irgendwann mal. Fressen tut er. Aber zuweisen kann ich es nicht. Wird schon irgendwann mal passen. Wenigstens muss das arme Viech jetzt nicht verhungern. So, und hier wird dann wohl hoffentlich jemand bald mal handeln oder so. Also handeln, sage ich. Plündern oder was weiß ich. Wurscht. Fein. Das tun wir nochmal speichern. Ich hatte gehofft, dass ich das Rindviech jetzt irgendwie zu was bringen kann oder bewegen kann. Habe ich dich ausgeleert, Piper? Hey, sag einfach Bescheid. Handeln. Greif ruhig zu. Ja, ist alles gut. Dann gehen wir gleich wieder zurück. Zurück, 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 zurück. Hierhin. Ja. So, dann schauen wir mal, dass es hier weitergeht. Damit wir wenigstens im nächsten Part die Minutemen helfen können. Dass der Kerl wieder zurück in unser Dörfchen kann. Und es wieder beschützen kann, hoffentlich auch wird. Vielleicht kriegen wir auch ein paar neue Verbündete. Das wäre ja auch geil. Das wäre ja auch fesch. La 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 la. So, jetzt werden wir von 2 Supermutanten und 3 mutierten Hundsviechern angegriffen. Warum? Weil es lustig ist. Oder vielleicht auch nicht, wenn wir Glück haben. So. Boom. Irgendwo wird scharf geschossen. Definitiv. Habe ich denn hier schon alles ausgeraubt? Nein. Radioaktive Drüse und Knochen der linken Hand. Wenn es doch nur eine Verwendung für das Zeug geben würde. Ja, vielleicht irgendwann mal. So, dann schauen wir da weiter. Ah, da geht's nicht weiter. Darf ich hier rüber? Kriegen wir das auf? Ja! Schön. Ich hoffe, dass wir so richtig sind. Ja, sind wir. Einfach noch hier ein Stückchen da entlang. Ist das schwarze Blähfliege. Hey, da draußen, ich sehe dich. Erst was, dann nehme ich den. Dann mache ich gleich Nahkampf. Das ist ein Gatsch. So, aus ist mit dir, Mistviech. So, Blähfliegen.
geht's denn da lang? Okay. So, dann esse ich mal was. Dieses radioaktiv verseucht und so, ne? Das ist halt auch was Lästiges. Boah, ich hoffe, da ist kein schierer Käfer. Oh, da liegt ja jemand. Da liegen etliche. Raider, Schrottpatronen, Molotow-Cocktail und so weiter. Okay. Chunky. Okay, Karotte hat er auch. Na, supi. Da ist noch jemand. Raider abschauen. Okay. Da oben ist... ist was zum Plündern. Da muss ich mal schnell rauf. Ach komm. Voll die Leiter verfehlt, ne? Wow. Alter, fliegt ja gleich mal so ein Fuß durch die Gegend. Klebeband und Malpinsel. Ein Mob, Malpinsel, leere Farbtöpfe. Da geht's weiter rauf, okay. Also irgendwie sind die da... Stummfeuerzeug, Zigarettenschachtel. Irgendwie sind die da, weiß ich nicht, umgebracht worden, was weiß ich. Warum, wieso, weshalb? Wahrscheinlich waren es... Vielleicht waren es die Minutemans. Lebt da drüben etwas? Siedler? Och nö, oder? Bitte nicht. Vielleicht hätten wir die retten müssen, sollen, können, tun. Schrottpatronen. Ist hier noch irgendwas? Ne. So. Okay, wie schade. Die tun mir jetzt recht, also wirklich leid. So, dann hier noch runter und gut ist. So. Dann nehme ich wieder meine Krachen, meine Buffen. Wo muss ich lang? Okay. Da lang. Mutant. Alles klar. Ich soll doch mal auf jeden Fall speichern. So ist gut. Wirklich ein Mutant sein? Ein Böser? Nee. Der ist nicht böse. Hallo Burschen. Achso, sie geht gerne bei der Tür rein. Ich nicht. Ein Mutant. Schaut aber recht normal aus. Mein Mutant ließ ich. Alter, ich mache jetzt dann gleich mal eine Pause. Nach dem Bad, ja, ganz recht, mache ich eine Pause. Warum? Weil das Minutemans sind und nicht Mutanten. Ich hätte fast einen Minuteman erschossen. Alter Schwede, es ist aus und vorbei mit mir. Na, ich muss jetzt dann echt Pause machen. Entschuldigung. Ich habe noch nie so viele Meyerlurks an einem Ort gesehen. Grüß euch. Schön, dich zu sehen, General. Oh, hat sich schon herumgesprochen, ne? Hallo. Servus. Hey, General. 2, 3, 4, mit mir zusammen 5. Boah, wir sind echt nicht viel, ne? Mutant, natürlich. Also, Preston. Hi. Alle sind hier, General. Da ist es. Ziemlich beeindruckend, was? Der eigentliche Name ist Fort Independence, aber die Minutemen haben es immer nur die Burg genannt. Jetzt weißt du, warum ich das Fort unbedingt zurückerobern wollte. Warum brauchen wir diesen Laden? Beeindruckend. Braucht Arbeit. Was für ein Loch. Warum brauchen wir diesen Laden? Weshalb brauchen wir diesen Laden nochmal? Die Funkanlage ist das Wichtigste. Aber mit etwas Arbeit können wir aus dem Fort einen mächtigen Außenposten machen. Weißt du, was ich meine? Ja,
Beeindruckend. Auf jeden Fall. Für einen 600 Jahre alten Bau ist es in ziemlich gutem Zustand. Das stimmt. So wird einfach nicht mehr gebaut. Und wenn wir uns die Burg holen, dann wissen die Leute, dass wir es ernst meinen. Unser Primärziel sollte sein, den Hof zu säubern. Dort dürften wir auf die stärkste Gegenwehr stoßen. Die Mauer auf dieser Seite ist am empfindlichsten. Aber auch von Süden aus könnten wir das Haupttor erreichen. Worauf warten wir? Gehen wir rein und knallen diese Hummer weg? Nein. Wenn wir uns aufteilen, können wir sie von zwei Seiten angreifen. Das wird das reinste Tontaubenschießen. Warum lassen wir sie nicht zu uns kommen? Wir bilden auf der Seite eine Feuerlinie und locken sie raus. Und? Das wäre mir auch lieber. Was denkst du? Ich lock sie raus. In die Zange nehmen. Noch nicht bereit. Aus allen Rohren. Ich lock sie raus. Bildet eine Feuerlinie. Ich locke sie raus. Klingt gut. Wir bleiben zurück und lassen sie zu uns kommen. Pass nur auf, dass du da drin nicht plötzlich festsitzt. Okay, Leute. Ihr habt den General gehört. Auf geht's. Versuch nicht, ihre Aufmerksamkeit zu erregen, bis wir in Position sind. Ja. Kein Problem, weil der Part ist eh schon wieder zu Ende. Aha, mit dir reden? Warum? Los, General. Warum? Bin bereit. Ah, okay. Ja, fein. Achso, das meint die mit Burg. Okay. Ja. Das mit was für ein Loch ist auch sehr freundlich, ja. Fein, auf jeden Fall tun wir den Part jetzt beenden. Im nächsten erobern wir hoffentlich die Burg da drüben zurück. Die Miniatman-Burg, die Mutantenburg, ja, ja. Alter Schwede. Ich mache jetzt mal nur ganz kurz eine Pause, gehe mir mal was zu trinken holen, mal frische Luft holen, vielleicht ist es da mit meinem Kopf besser. Also dann, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!